Hallo Madcow. Ich wackel gerade am Mikro. Wackel am Mikro rum. Besser als ein Dackel am Mikro. Dackel am Mikro. Oder ein Dackel als Mikro. Ein Dackel als Mikro. Wo habe ich denn den Mist jetzt hingespeichert? Jetzt finde ich es nicht. Ein Wackelmikro. Oh mein Für die Gott. nächsten. Oh, ich brauche jetzt ein Dackelmikrofon für die nächsten Presse. Wenn die irgendwo auf irgendeinem Event sind oder sowas, laufe ich damit so einem Dackel als Mikrofon rum. Sprechen Sie bitte in den Dackel. Bitte sprechen Sie deutlicher, der Dackel versteht Sie nicht. Der Stefan Krieger war auf der Eintracht-Pressekonferenz und hat da so, der macht immer Video davon und stellt es online. Und dann siehst du ja immer vorne die ganzen Mikrofone stehen. Und da waren alle so mit so vollen Mini-Mikrofonständen. Und da war FFH, hatte einfach irgendwie anscheinend zwei Videostative dabei. Und dann haben die einfach irgendwie so gefühlt so ein zweites Kamerastativ vorne einfach auf diesen Pressetisch gestellt. Vor den Trainer. Und dann hat er so ein riesen FFH-Mikrofon. Voll der Witz, ey. Ich hab mich so kaputt gelacht. Lest du den Artikel von dem Stefan Krieger? Und da steht so: Ja, und danke geht auch an Radio FFH für das super kleine Mikrofonständer. Guck ich so dieses Video an, ich hab mich so weggehauen, ey. Hallo und herzlich willkommen, liebe Raviolis da draußen. Es ist spät in der Nacht. Moment, ich habe jetzt keine Uhr zur Hand. Gottes Willen! Viertel nach Jo, zwei. 20 vor 2. Das ist doch eine dynamische Zeit, um endlich mal wieder Open TTD zu spielen. Bin ich alleine, denn mit mir schläft der Bersi. Jo, gute Nacht. Gute Nacht. Ich glaube, der Madcow ist auch da. Ja, meine Persönlichkeit. Persönlichkeit. Es ist schon spät, ich kann nicht mehr reden. Noch weniger als sonst. Heute 380.000 Kilometer gefahren. Der Ripp ist auch hier. Ja, Rainer hier. Rainer hier? So, und ich drücke jetzt mal auf Play. Und wie ging das nochmal? Ja, Städte verbinden und irgendwie Leute von A nach B bringen, ne? Und dann dafür gibt's Kohlen. Also verbinde ich jetzt Norderney mit Langeoog und bin revolutionär, Das ist weil im wegen der Norden, Sicherheit. hier, da oben, hier. Jetzt kommen ja schon meine Geografiekenntnisse zum Vorschein. Ja, Wo ist Norderney? fühlt euch frei, unser Geld zu verprassen für sinnvolle Personenbeförderungsverbindungen. Ganz einfach, du kennst doch das große, riesige Stadion an der Nordseeküste. Muss dir doch ein Begriff sein. Oh, Dieses Scheiße. weltberühmte Norderney-Stadion, wie es hier zu sehen ist. Nordseeküste. Ein sehr beschaulicher Ort mit einer Kirche, Was ist denn zwei Häuschen. Wasserstraßenbau? Wasserstraßenbau. Ja, dann versuche ich mich auch mal irgendwann mal dahin zu. Wasserstraßenbau in the morning. Lass erstmal Geld, wir Arbeite müssen beim erstmal Geld holen, glaube ich, ne? Wasserstraßenbauamt. Let's take a credit. Lass mal erstmal leihen hier. Funktioniert das jetzt so? No one knows. Ich baue jetzt mal ein Schiff. Oh. MPS-Passagierschiff. Ich habe jetzt mal uns 2 Millionen D-Mark geliehen. Das ist aber nett. Ja, ist ja Maximalkredit, mehr geht nicht. Hochverschuldet. Wir machen es wie die Amis: Geld ausgeben, das wir nicht haben. So. Obwohl, sind das nicht so Inseln, wo eigentlich gar keine Autos fahren dürfen? Ja, gut, dann. Ich habe jetzt ein Schiff gebaut. Ja, das ist ja stimmt, ne? Wir müssen eigentlich hier so Nordsee, an der Nordsee. Nee, Aber hier Ostsee, ups. steht dann natürlich was sowas Schönes. Die Stadt wächst nicht. Ist auch schwer auf einer Insel. Ach, guck mal, wir Was haben schon jetzt? 1970, wir haben ja schon Öl, ey. Oh, jetzt muss ich mal was überlegen. Du kannst mal ein paar Punkte in Flensburg sammeln. Junge muss jetzt mal anfangen, ne? Ich bin jetzt gerade überlegen, was man jetzt mal schön verbinden könnte für gut Geld. Schifffahrt zu weniger Aufträge. Gut, ich gucke erstmal nach Saft. Also hier war das Kraftwerk, ne? Und dann Hamburg. Hamburg Wie war Kraftwerk. das? Passagierdienst lohnt sich gar nicht so sehr, ne? Ja, Flugzeug. Kennst du den guten alten Hinner-Exploit? Ja, aber das ist ja dann auch irgendwie sehr Boring. einfalls. Boring. Boring. Wobei das natürlich mal schön wäre, dass man sowas mal schaffen würde, so das durchzuhalten, den Durchblick zu bewahren. Das ist auch die Herausforderung bei diesem Spiel. Kohlen, wo war Kohlen?
Da ist Hamburg. Wenn man jetzt hier Norderney-Stadion nach Norderney-Werft. Zentrum nach Werft. Wo ist Holz? Da muss jetzt ein Bus fahren. Ein bisschen Holz, bitte. Ah, nee, Kohlen. Ich brauche doch ein bisschen Holz. Bitte. Da, hier haben wir doch was. Wo sind wir denn hier? Hier sind wir bei... Ein bisschen Gold. Braunschweig. Bitte. Und Magdeburg. Oh, Magdeburg. Weißt du noch, Ripp? Ja. Gut, dann machen wir nochmal hier... Machen wir nochmal eine Easy-Verbindung hier nach... Was ist das hier? Wolfsburg-Kraftwerk. Jetzt bei... ein Gleis sollte lang... Fünfer Bahnsteig... Ich glaube, das langt erstmal dicke. Einzugsgebiet, yo. Passt auch. Schiff 1 hat zu wenig Aufträge. Naja, arbeite dran. Work. Das ist halt richtig die Post da oben, mit langem Ruck und so. Richtig was. Ach ja, wie war das? Man muss so Straßen bauen, damit die wachsen, ne? Ja, die Shitties. Also, Norderney-Zentrum. Ist ja voll hier quasi voll originalgetreu hier mit den Schiffen. Mit den Fähren. Aber eigentlich, da fehlt Norddeich. Ah. Und von Norddeich gingen ja immer die ganzen Schiffe hier nach Langeoog und Co. Norddeich, Torwart. Norddeich, jetzt habe ich vergessen, wo ich bauen wollte. Da. Jetzt bin ich wieder in Magdeburg. Ja, das ist hier die Two-Man-Show. Nee, ich bin noch am Bauen. Müssen wir erstmal einen Platz suchen hier, doch. Ja, ja. Die Herrschaften nehmen sich halt richtig Zeit beim Planen von Großprojekten. Ne? Können ja nicht jeder wie Berlin. Ach so, Berlin, ja. Du bist so wunderbar. Berlin. Mr. Wunderbar. Berlin. Muss gut geplant sein, so ein Flughafenbau. Ja. Sollte gut geplant sein. Torwart. Oh Gott, jetzt fängt es wieder an mit den Schienen. Wie war das mit dem Programmieren? Oh Gott. Ja, hier, Bersi. Programmieren. Ja, das ist Programmieren. Ja, das ist Programmieren. Also, du brauchst zwei Schienen. Ja, du lachst dich wegen den... zwei Bahnhöfe, nee, umgekehrt. Wegen den Signalen, meine ich. Das war dann immer so kurz für sich. Ja, die stellst du an die Strecke. Torwart. Yeah. Dich frage ich nochmal was, weißt du? Ich glaube nicht, dass die Leute jetzt um diese Uhrzeit hier noch einen Kurs hören möchten, wie der Schienenverkehr funktioniert. Doch. Doch, ich finde das ja eigentlich voll interessant. Erklär doch mal. Auf jeden Fall. Ja, damit. Ja, auch. Also, das ist mal folgendes. Ne? Du musst die Züge im Abstand fahren lassen. Das heißt, du setzt da möglichst viele Signale zwischen, dann kann da immer ein Zug reinfahren und dann können mehrere Züge hintereinander auf einer Strecke fahren. Und wenn dann eine Ampel rot ist, dann kommen sie in den nächsten Abstand nicht rein. Dann müssen sie warten, bis da der Zug draußen ist, und dann kann da wieder der nächste reinfahren. Guckt der Zug denn auch immer erst nach links und rechts, bevor er über die Ampel, über das Signal geht? Nein, der fährt einfach drauf zu. Ja, da hat er aber... voll drauf einfach. Ja. Der fragt da nicht lange. So, jetzt habe ich wegen dir habe ich meine Stadt verloren. Danke. Greifen uns die Dachtelfen an, oder was? Battlecruiser Operation. Oh, jetzt muss ich wegen dir neue Echsen hier. Kannst du mal anfangen zu shoutcasten hier. Oh, komm, das ist echt nicht alt. Oh gut, das ist schon eine Weile her, dass wir das Spiel gespielt haben. Ich bin schon wieder völlig raus, ey. Stuttgart 21 kannst du doch mal bauen. Dauert nur 30 Jahre. Karlsruhe, Mannheim. Wird ein langes Video. Produktion. Das Schiff. Darmstadt. Und Frankfurt. Die MS Letop Schiffe versenken. Frankfurt hat nicht mal einen Flughafen. Läuft jetzt gleich in Langeoog-Zentrum ein und wird das erste Mal Geld abwerfen. Yeah, da muss ich schon mal gerade gucken. Letop Langeoog. Sie ist unterwegs. Party. Muss ganz nah ran. Let up. 30%, 10% und 3000. Epic. Yeah. Mann, bin ich stolz auf diese Verbindung. Awesome. Dann machst du auch nochmal sowas. Ist hier nicht irgendwie so... Was sind hier? Fabrik. Die braucht Kohlen. Ich brauche Öl. Kann man nicht... Ist nicht irgendwo... Da oben ist nichts mit Öl. Ein Kohlekraftwerk. Kohlekraftwerk vor allem. Einnahmen 500. In Wolfshöhlen ist ja schon gut was gebacken, ne? Ja, so ganz basic, ey. Was? Oh, basic? Warte mal, hier haben wir gute Kohlekraftwerke. Doch basic. So, ich werfe jetzt mal die Kohle raus.
Hey, wer schmeißt denn da Wolfshüllen um die? Wo ist denn? Ach, ich will auf dem Wasserweg was machen. Hier ist Öl. Ich baue Straßen, damit die Stadt besser wächst. Da ist okay. Hier Ölfeld. Ich versuche mal Öl zu schaffen. Lass noch ein bisschen was frei da am Bahnhof, dass ich dann mit den Schienen noch rauskomme. Warte, ich baue es am besten gleich. Er wird jetzt von natürlich kein Geld mehr für den zweiten Zug, ne? Die Einwohner feiern, das erste Schiff erreicht Bremerhaven. Achso, man soll doch die Betonung richtig setzen. Die Eivor feiern. Das erste Schiff erreicht Bremerhaven. So. Die Eivor. Ach. Die iPhone-Wohner. Die iPhone-Wohner. Die Appellaner. Die Reihern. Die Appellaner. So, ich brauche mal 77.000. Können wir mal sparen? Können wir mal sparen? Genau, verkaufen Maschinen. Was macht der denn? Na, hier warten 1600 Tonnen Kohle und ich habe nur einen Zug. Was ist denn hier eigentlich mein da? Ja, dann warte ich. LOL! Ich bin doch der größte Hock ever. So irgendeinem komischen Anlass ever. Ich bin der größte Hock ever. Geht mal auf Magdeburg. Ich lasse da schön zwei Züge rotieren, aber ohne Waggons. Oh, oh Mann. Schon 17 Mal kaputt gegangen wahrscheinlich. Da ist doch unser Steuerloch. Das ist doch realistisch. Das ist jetzt in der Politik, ey. Oh, Hamm hier. Kabelsalat wird auch befeuert. Wo ist Magdeburg? Oh, meine Hilfe. Das habe ich mich auch gerade gefragt. Crap, oh Mann. Wo zur Hölle ist Magdeburg? Kinder, nicht passt in der Schule bauen? Auf, sonst wisst ihr nicht, wo Magdeburg ist. So, Kohlewagen. Was haben wir eigentlich hier an... Ich habe Wolfsburg. Da unten ist Magdeburg. Magdeburg Mine, ja, und Wolfsburg, ja? Ja. Da fahren leere Züge. Kosten minus 2830. Ja, Metcow. Da fahren halt nur die Zugmaschinen. Ja, sorry. Sorry, jetzt habe ich auch Waggons. Ist der jetzt auch am Start? Ach nee, das ist der andere. Du sollst weg und du sollst back. Back, back and back, forward. Back. Und komm, Wagen. Wir haben nicht genügend Milliarden Euro, um dieses Land anzuheben. Aber ich finde, das Spiel können wir immer wieder öfter spielen. Ja, das ist, ne? Geil, ne? Ja. Das ist geil, ne? Aber dann am besten auch mit dem Hinnerk dabei, weil das ist schon so der Mann, der... Der Mann, der Kohle transportieren kann. Der so richtig Kohle scheffeln kann, so. Irgendwelchen Fliegern, die über die Startbahn hinausschießen und so. Ja, der lässt auch keine Züge ohne Waggons fahren. Ja. Gleich in Oldenburg ein, was macht der? Der fährt erst ins Depot. Mit allen Passagieren. Ja, die Wartung, ja, standardmäßig 3 Stunden. Die müssen erstmal mit ran. Die haben Geduld. Wir haben einen Notfall. Aber er hat ja ausgeladen und er hat 10.000 gemacht. Yeah. Wahnsinn. Der könnte ein bisschen länger sein, der Zug, ne? Wer wartet denn? Wie viele Leute warten denn da? Können wir den einen oder anderen, der könnte mal ein paar mehr Postsäcke transportieren, weil so viel Post wartet in Wolfshöhlen. Also von da aus will ich meine Hardware nicht verschicken, von Wolfshöhlen aus. kommt ja nichts mehr weg. Wenn du einmal da bist, bist du in der Maschinenhalle gefangen mit Rockband. Gott, mein Schiff ist immer noch nicht bei der blöden Ölplattform angekommen. Ah. Schiffe sind furchtbar schnell. Ja, das ist Wahnsinn, gell? Ja, die müssen halt bis zu dieser Raffinerie halt. Ich sollte schon ein zweites Schiff noch machen. Ich guck mal, was die ersten Einnahmen bringen, ob das rentabel ist. Ja, Deutschland. Schönes Land. Let-Op-Schiffe versenken. Wir haben sehr Geld für irgendwas. Frankfurt am Main. Wir haben zu spät angefangen mit Öl. Kann man hier noch einen Kredit aufnehmen? Wir sind schon auf dem Limit. Nein. Wir haben keine Sicherheiten mehr. Was können wir denn der Bank als Sicherheit geben? Was ist denn unsere Firma wert? 4 D-Mark. So sehen wir das denn hier. Firmenwert, 2 Euro, yay. Wo waren das hier bei Finanzen? Das wird sogar umgerechnet, ja? Scheinbar. Firmenwert? Nee, Mann, wo steht denn der? Musst du auf den Glatzkopf. Ah, der Glatzkopf, Leiste gehen. Genau, tatsächlich, Details, wird ja, ne? Das wird ja echt umgerechnet. Das ist ja total crazy. 4 D-Mark. Warum sind wir denn so wenig wert?
5 rumänische Lei, was auch immer das bedeutet. Gott, wir haben schon 17.000 Euro, ich muss euch weiter ablenken. William Hör auf, ich warte die ganze Zeit auf den Lock. William T-Zeit, wer hat den benannt? Ich kann Euro nicht anwählen. Vor allem der Zug, der fährt jetzt einfach so sinnlos da nach Oldenburg. William T-Zeit, das war ich. Unser William T-Wurst. Von Bünding Reloaded. Ach, T-Zeit, ja, Bünding Reloaded, I see. I see what you did there. Ich habe gesehen, was du getan hast. Ich glaube, Madcow, du musst dieses Video schneiden, weil nachher explodiert deine Festplatte. Ja. Wobei, die Leute haben ja bei der ersten Stunde gemeint, wo ja auch ein Buchautor, der die Basics zu Open Transport Tycoon Deluxe erklärt hat, der oh, ja. ein Buch geschrieben hat, wie lade ich mir illegal Pornos aus dem Netz runter. von dem der hat ja auch Bestseller von... Er hat auf unser Video kommentiert, auf unser Tutorial-Video. Tutorial. Das hat den Leuten gefallen, auch wenn sie kommentiert haben, jo, nächstes Mal ist auch okay, wenn du deine Fresse nicht einblendest. Weißt du, wer auch viel Tee trinkt? Nee. Die Briten. Briten. Die Briten. Ich muss jetzt bei Tee jetzt ganz spontan an diesen Typ aus der... Nee, Raffaello ist es nicht. Der Giotto. Giotto, ja, genau. Mann. Und was ist mit Tee? Was ist mit Tee? Diese andere braune Kugel. Kartoffel. Marzipankartoffel. Cola-Kracher. Mit Tee. Was ist noch eine braune Süßigkeit? Rumkugel. Ja, Großbritannien? Ach, Großbritannien ist ja hier. Oh. Ja, das ist hier auch. Ich geh mal da rüber. Geh mal über den großen Teich. Ja, den kleinen Teich. Das ist die Ravi City, Mann. Soll es nicht eigentlich London sein? Nee, das ist schon richtig. Das ist schon geografisch korrekt. Ist doch ganz klar, hier kommt South End Sea, Hastings und dann kommt Ravi City. Ich weiß nicht, von die, London, diese, von dem diese, du redest. Diese Seenplatten, die da nördlich sind, die sind schon etwas merkwürdig, wenn du mich die fragst. Die Ravi City Seenplattengegend, ja, die ist doch awesome. Die ist doch hier... Aber das ist schon leicht kryptisch. Man könnte meinen, da wird was stehen, wenn man so grob, wenn man den Kopf schräg hält. Wenn der Hals bricht, sieht man das Loch, das Monster von Loch Ness. Oha, jetzt wird's jetzt, oh Gott, jetzt wird der ganze tolle Gag verdeckt von unseren Schulden. Aber ja, es ist schon wieder soweit. Es ist wieder der Anfang des Jahres und es ist einfach, wir haben alle irgendwie an einem Tag Geburtstag gefühlt. 15. April. Hooray! Schubidub die! Ich hab eine Dampflok zusammengekriegt. Hooray! Mann, ich wollte eine Holzbrücke bauen von Deutschland nach England. Ja, ach ja, da war was, ne? Dieses Großbauprojekt. Wir verbinden H-Fox Land mit Deutschland. Hat geklappt. Let me build a Holzbrück. Let me build brick. Aber die kostet 70.000, also. Ja. Ja, unser guter Hinner, unsere Nordleuchte, die hat es mal wieder geschafft, ein Jahr über die Puppe zu gehen. Nein, das ist ja ohne H-Hawks Video. Nein, warte mal. Jetzt geh du mit deinen Hilflos los hier. Der Bärsi mit seinen bissigen Kommentaren hier in der Zeit. Entspricht ja echt nicht der Wahrheit. Echt nicht schlecht, so ein H-Fox. Oh. Ja, jetzt auf jeden Fall. Der Obel. Echt nicht schlecht, so ein Fox. Guck mal, die haben sich sogar ein Denkmal gesetzt hier weiter links. Wobei das... Ich bin noch voll drin im Spiel hier. Ihr seid schon voll am... Das ähnelt dem Hingeneck, aber nur ganz kaum. Ach, aber irgendwie ist hier die Landmasse abgesoffen, oder was? What the? Ja. Nein. Oh nein! Ich hab geahnt, dass das passiert. Kann man noch so ein bisschen lesen. Und ein, was ist denn da passiert? Und ein Derby, oder was steht da? Ein Derby. Was ist denn da passiert? Derby. Hier standen noch ganz viele Unterschriften. Die ganze Welt war bevölkert mit Unterschriften. Jetzt steht da einfach nur Gritz, Ripp, Derby. Meine Damen und Herren, Mappen Süd, ein Zug fährt ein. Ach, ja, das kommt wegen unserer ganzen Kohleproduktion hier, Klimawandel. Ja, stimmt, wir haben den Wasserpegel gewohnt. Bring H-Fox Land zum Absaufen. Ich gebe mir hier Mühe, dass die Oma von der einen Insel zur nächsten kommt. Die Einwohner feiern. Die eine Oma, die den ganzen Tag nichts anderes tut, als von Norderney nach Langeoog zu fahren mit dem Schiff. Es warten 30.000 Liter Öl. Jetzt geht's los. 43.000 Liter Öl.
Da muss ich doch gerade mal gucken. Ja, gut, also wenn nicht viel, die werden in 10.000 Dingern abgeholt, glaube ich. 52.000 Liter, es geht ja noch weiter. 65.000 Liter Öl. Herr Hinnerk, der Persona-Mann, der Monster-Hunter, der. Der Hinnerk, der Mann, der Monster hunten kann. Der Zombie-Survival. Das ist unser Mega PlayStation-Mann auf jeden Fall. Ja. Definitiv. Der Mega-Persona-Mann auch mittlerweile. Oder ja, der eine oder andere hat ihn auch schon mit einem komischen Bandana um die Stirn erspäht. Der Mann, der so vieles kann. Der Ninja kann? Nee, nicht Ninja. Ach, Kung Fu. Einmal Ninja. Einmal Ninja. Nee. Einmal Ninja. Gibt da so einen anderen Bandana-Mann, aber dazu irgendwann mal später mehr. Oh Gott, jetzt stirbt die Katze hier im Hintergrund. Katze stirbt. Ja, Katze stirbt. Macht Geräusche, wie sie, als wenn sie Katze sterben würde. Stirbt. Also ich glaube, so langsam rutschen wir aber in die Gewinnzone, ne? Meinst du, wir machen Plus? Wegen meinem Ölfeld. Wir geben ja auch nichts mehr aus. 4 D-Mark. Ja stimmt, wir reden nur, wir kaufen, wir bauen nichts mehr. Hier, Bersi, 229.000 Liter Öl. Ja, nice. Das hört sich schon besser. 237.000 Liter Öl. Mein Schiff ist auch gleich voll mit Öl und dann bringt's. Da kann ich gleich nochmal ein paar Karren bauen. Aber ich habe eh nur 5 Gleise. 1, 2, 3, 4. No. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Der Zug ist zu langsam. Wo ist denn mein Schiff? Kommt das jetzt endlich? Ach, es fährt los. Stuttgart 47 wird irgendwie viel teurer. So. Ja. Mein Schiff wird aber auch nötig, dass das Zeug kommt da. Also mein Schiff macht jetzt die ganze Zeit schon minus 7.000 Gewinn. Hooray. Fährt das ohne Lagerraum, oder? Es fährt am Grund. Ja, also ich hab mal so Boot als U-Boot verwendet, hab einmal gedacht, ich spar mir am Geld und lass es nach oben offen, dann geht's ja automatisch runter. Muss nur lange noch die Luft anhalten. Genau. Das fordert ein bisschen Übung. Ihr könnt aber echt eigentlich nochmal hier sagen, hier Ravi Server und gib ihn, ne? Ja. Jo, wäre auf jeden Fall mal. Ich frag mich, ob ich die Map noch irgendwo hab von damals. Wo wir das Spiel doch so toll erläutert haben. Aber man könnte ja nochmal singen. Sollen wir nochmal singen jetzt so zu später Stunde? Alle Leute weg mit unserer Gestammelte? Also mit der einen Stimme kannst du was machen, mit der anderen Stimme kannst du was machen. Wird ja so schön Norddeutsch platt sprechen, wenn ich es könnte. Ja, wenn es einer könnte. Das Spiel fesselt mich gerade so voll. Es ist 2.18 Uhr. Ich könnte gerade durchmachen jetzt. Wie du. Schlimm, ey. Das gibt's nicht. Ich warte immer noch drauf, bis ich meine ersten Ergebnisse habe von diesen blöden. Also, wenn das Öl, was jetzt da ankommt aus Westerland, nicht 1 Million bringt, dann weiß ich auch nicht. Der Tanker ist schon abgesoffen. Ja. Vor allem, der fährt sehr an den Bojen lang. Das ist der gerade auf dem Weg nach Bremerhaven ist. Mhm. Ey, zoomt mal auf die maximale Stufe raus. Das Wasser, das leuchtet, das blinkt. Das ist unheimlich. Mhm. Das ist wie bei SimCity. Ja, so radioaktives Wasser. Stufe 6 hat sich verirrt. Oh ja. No. Ist der bei mir? Ist das mein Zug? Nee, ist bei mir. Ah. Ich hab keine Ahnung. Der fährt die ganze Zeit vom Depot zum Bahnhof und wieder ins Depot. Lass mal sehen, was sagt denn sein Fahrplan? Ja. Er sagt gar nicht. Er sagt weder ein- und ausladen. Deswegen. Hä? Hat doch damit nichts zu tun. Du musst ihm doch sagen, was er machen soll. Ja. Er fährt. Von einem. Ja, aber er muss auch was einladen und ausladen. Er macht ja kein Geld, wenn er von A nach B fährt. Ja, nein, das Problem ist, ich habe ihm gesagt, er soll zu einem Wegpunkt fahren, aber da kommt er nicht ran. Momentan. Ach so, das, der Wegpunkt in der Mitte. Warum denn? Hast du denn da einen Wegpunkt gesetzt? Ich wollte eigentlich, dass er die ganze Zeit nur auf dem unteren Gleis fährt. Aber mit einem Depot. You know. Ja, aber dann. Guck, es fährt auch weiter. Aber dann macht man das doch mit anderen Signalen. Das geht doch irgendwie da besser. Glaubst du, ich kümmere mich jetzt nach einem Jahr um 2.30 Uhr morgens? Ja, der Netcom macht jetzt hier voll die Worte, dem seine Dinger sind erstmal ohne Hänger rumgefahren. Ja, echt, ey. Also musst du mit dem Signal einfach. Dann musst du doch mal, mach das doch mal richtig jetzt hier. Oh, scheiße. Keine Waggons. In Wolfsburg. Oh, ich muss aufs Schiff achten. Ah, nee, muss ich nicht, weil das kommt erst in der Stunde an.
Ja. Ja, unser also guter Hinnerk, ein Jahr. Weißt Bescheid, ne? Nächstes Mal müssen wir wieder hier OpenTD, TTD zocken. Wir mal. Müssen noch OpenTTD'n. TTD'n. Ja, auf jeden Fall mal, müssen wir machen. Richtig abgehen. Feier schön. Genieß deinen Geburtstag und deinen hoffentlich nicht ganz so arbeitsreichen Tag. Alles Gute. Alles Gute wünschen wir. Ja. Geburtstag. Alles Gute. Schalt auch wieder ein, wenn es wieder heißt, diese Gleise sind nicht ganz austariert. Gleise sind nicht austariert. Explosion in einer Ölkraftwerke nahe Kielsch. Hallo, volles Inferno. Ich will da hin. Abgefackelt. Einfach mal komplett abgefackelt. Da unten. Alter, ganz 92.000 Euro. Ganz hinten rechts ist jetzt einfach mal abgefackelt. Wie viel Schokoladenkuchen man davon kaufen kann. Kuchen. Voll wichtig, der Kuchen. Ein guter Kuchen. Echt nicht schlecht, so ein Kuchen. Echt nicht schlecht, so ein Kuchen. Hier, wird der Kuchen in der... Wo hast du den Kuchen? Hast du den Kuchen rein. Mal? Yeah. Guten Appetit. Oh Mann, ey. Um so viel Uhr Videos zu machen, ist sehr ertragreich. Ja doch, guck mal, so, wir haben 200. Wo ist der Punkt? 1000. Wo ist das Ende? Wo ist das Ende der Timeline? Da, das Ende kommt Spiel. Mit dem Rippen. Also rein, Fox. Genau, macht gut.